Willkommen zurück zu Child of Light. Wir sind hier unter Wasser und machen uns auf die Socken zu dem Lichtertypen. Da müssen wir ja nicht den besiegen hier unten, oben. So, und da sind sie auch schon alle. Ist das nicht toll? Wir haben alle Lichter rein eingesammelt. Also wir... Das gibt's ja wohl nicht, dass mich hier der Heini da mit seinem Pfeil von hinten in meiner Rede stört. Nee, das ist jetzt aber, du, da gibt's jetzt aber ordentlich, ne? Kann ja wohl nicht wahr sein, du. Da, ich will gerade den Quest vollenden, kommt er mir hier in die Quere. Und jetzt werde ich auch noch unterbrochen. Ja, ist klar. Jetzt werde ich wieder unterbrochen, ne? Ey, so eine Schweinebacke. Aber wenigstens kontert die gute Aurora. Das lässt sie sich nicht gefallen. Ja, da schwächelst du, ne? Mein Lieber. Er lebt immer noch. Was soll denn das? Na endlich. So, wir wechseln mal. Wo ist er denn? Der Oengus. Ja, immer rauf. Verdaut. Kontert. Mann, was ist los mit euch hier? Wen haben wir noch? Ist so laut irgendwie. War das Tristes? War das Tristes? Nee, Tristes war das nicht. Komm, wir nehmen mal den Finn. Der kann nämlich noch Blitze machen. Der macht ordentlich Blitze drauf. Ja. Hätte ich so gedacht hier. Ja, weg mit dir. So. So. Und jetzt werden wir auch nicht mehr gestört. Denn wir haben ja alle kleinen Lichtleins gefunden. Sie sind alle beisammen und der Große sollte sich jetzt freuen. Das Elementar. Igniculus, ich erwarte dich schon. Kehre mit uns heim, mein Sohn. Der Tanz ist vorbereitet, alle sind da. Bald sind wir in unserem Element. Berieselt vom Staub von Millionen von Sternen, gebadet in ewigem Licht, welch großer Moment. Aurora? Ich werde dich nie vergessen, Igniculus. Schüttle den Tau aus deinen Augen und gib mir einen Kuss. Wie jetzt? Leb wohl, Aurora, tschüss. Oh, hau rein. Endlich gehen wir nach Hause. Igniculus, es wird Zeit. Zu lang ist das Licht in diesem Land schon erloschen. Ui, warte. Die Sonne ist fort, doch bald erklimmt sie wieder den Himmel. Wir können Lemuria immer noch retten. Glaub nicht, dass ich von dannen sause. Hier bin ich groß geworden. Aurora, ich bin zu Hause. Aus dieser Welt werden wir nun entweichen. Möget ihr, Igniculus, Aurora, euer Ziel erreichen. Und Igni? Schön, dass du bleibst, aber das Leben hier wird nicht leicht. Sicher, aber wer leuchtet das Dunkel, wenn alles Licht entweicht? Die verlorenen Lichter. Wir haben es geschafft. Facettierter Spinell dreimal. Was für ein Ding haben wir jetzt bekommen? Was? Und wenn man davon drei hat, makelloser Spinell. Was kann der denn, wenn ich den jetzt einsetzen würde? Erhöht die Angriffsstärke um 25%. Also,
Ja. Dann kriegt der mal von uns ein. Man könnte natürlich auch einen ganz tollen daraus machen. Und ich überlege gerade, was so besser wäre. Verringert den körperlichen und magischen Schaden um 30%. Ja, ich überlege mir das nochmal. Aber wir haben schon mal den einen jetzt drinne. Oh, wir flattern mal zurück. Wir wollen nämlich zum Eingang. Flatter, flatter, flatter. Nee. Nee, wir müssen jetzt irgendwie nach unten kommen. Das wird nicht so einfach. Wie ging denn das nochmal nach unten hier? Das war hier rechts, ging das irgendwo runter. Ne? Ich bin gerade vorbeigeflogen. Hier. Ja. Aua. Schnell weg hier. Nein. So. Oh. Tut mir immer weh, egal was ich mache. Oh, so ein Fisch jetzt noch. Muss das sein? Nee, ne? Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Sammel die mal alle ein, damit es uns wieder besser geht. So, alle nacheinander. So. Niemand wird uns kriegen. Kommen wir hier nicht weiter. Oh, voll die Sackgasse. Hier weiter. Geht's denn nochmal weiter? Hier geht's auch nicht weiter. War das oben lang? Oh, hallo. Jetzt fängt das wieder an. Gegen den Sturm. Durch den Schlund und die Korallenriffe und den anderen Gegnern vorbei und hier vorbei. Und sind wir da? Sind wir da? Nee, war das nicht hier? Noch weiter. Hier war das. Hier wollen wir hin. Alles klar. Oder nicht? Doch, doch. Doch. Hier wollen wir hin. Ja, und wie kommen wir denn jetzt hier weiter und so? Igni, sammeln die mal alle ein. Ah. Schon wieder nicht nach Reihenfolge. Ist mir übrigens erst spät aufgefallen, dass wenn man die nach der Reihenfolge einsammelt, dass dann erst die Heilungsdinger kommen. Also nicht jetzt vom letzten Part oder so, aber relativ spät fiel mir das erst auf, dass man nicht automatisch immer die Heilungspunkte kriegt, sondern nur, wenn man immer orange nacheinander sammelt. Die Punkte, wie gesagt. So, und jetzt dürfen wir die hier anleuchten, ne? Oder was? Wo denn? Da ist so ein Kringel. Wo ist denn der Kringel? Kein Kringel. Ja. Wo finde ich jetzt diese Objekte? Also wir haben hier vorne welche und wir haben da hinten an der Tür. Ich sehe jetzt aber keinen Mond. Den. Dann muss doch hier einen Mond kriegen. Oh, nun mach doch mal irgendwie. Nee? Ja. Mhm. Also die blauen Dinger, die bei denen leuchtet es ja. Aber mich so irritiert ist einfach, wohin damit? Der Gegenüber hat es doch auch nicht, oder doch? Vielleicht da. Ach so, an der Tür. Das erste leuchtet hell. Der Finsternisverlauf. Los, weiter, schnell. Ach so geht das also hier. So, so.
Also den Kringel haben wir schon. Der Stab ist in der Mitte, den sehe ich jetzt da. Komm. Krieg ihn. Irgendwas ist hier nicht richtig. Vielleicht ist die Reihenfolge wichtig. Ach hey, das auch noch. Womit fange ich denn dann an? Mit dem Stab? Also der ist es auch nicht. Irgendwie geht die Puste aus von meinem ganzen Geleuchte. Ja, ja, die Reihenfolge ist wichtig. Das habe ich schon verstanden, du. Wo ist denn der Falke? Ich sehe den hier gar nicht. Die Harfe, die sehe ich da links. Wo ist denn der Vogel? Ach, hier in der Mitte. Ja, dann nehme ich eben die Harfe zuerst. Passt schon. So. Auch das nicht. Was wollt ihr denn dann? Wollt ihr denn jetzt doch den Kringel oder was? Ja, also der Kringel. Der Kringel. Dann kommt jetzt... Also da stimmt doch was nicht hier mit meinem Igni. Der ist irgendwie... Schwimmt der anders als sonst, habe ich das Gefühl. So, mache ich jetzt mal den hier. Aha, sogar richtig. Dann mache ich jetzt, in der Hoffnung, dass es klappt, den Stab. Ja! Dann haben wir es ja gleich. Igni, kannst du noch? Ja, ne? Ja! Yay! Na, zum Palast der Sonne. Dann gehen wir da doch mal rein. Zu den gefluteten Landen geht's wieder zurück. Wir schwimmen mal hier entlang. Wie kriegen wir die Tür hier auf? Gar nicht. Na, toll. Ah, da oben. Ach, hier kann man durch. Sag das doch einer. Ja, dann gehe ich jetzt erstmal hier durch. Schwimm geschickt an ihm vorbei. Kämpf aber erstmal mit ihm. Weil jetzt kann ich nicht an ihm vorbei. Hätten wir mal vorher gemacht. Wäre besser gewesen. Wir machen Feuer gegen das Vieh. Und gegen den auch. Gegen den Schnapper. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Schnapper, weil er einen Schnappangriff hat. Ja, aber Feuer ist es wohl auch nicht. Vielleicht ja Blitz. Vielleicht ja Blitz. Mach mal nochmal. Ich weiß gerade nicht, wogegen das Vieh anfällig ist. Okay, das auch nicht. Hey, hey, hey. Dann wechsle ich mal zu Aurora. Die kann nämlich schön Lichtstrahl dann auf alle machen, weil vielleicht hilft das. Also zumindest der eine, aber der andere immer noch nicht. Was will der denn? Ein Donnerschlag kriegst du jetzt? Ja, war klar, dass ich zurückgesetzt werde. Dann holen wir uns mal Rubella. Die überrumpelt den mal. Wenn du schon nicht hören willst, dann musst du fühlen. Der Schnapper greift wieder zu. Der Schnapper. Komm, Aurora, gib ihm. Ja, einer ist schon mal weg. Schnappi, jetzt sind wir alleine.
Ja. Schnapper hat's nicht mehr geschafft. Ja, toll. Jetzt schnell, schnell. Ja, das wird ja wohl nichts mehr, ne? Das wird nichts. Machen wir nochmal. Jetzt haben wir genug Zeit. Hoffe ich jedenfalls. Schnell. Geschafft. So, dann kämpfen wir gegen ihn. Damit wir an den nächsten Hebel an die Kiste rankommen. Oh, die Brocken mögen bestimmt kein Feuer. Da sind wir mit Robella, glaube ich, dann schon ganz richtig. Können wir wechseln. Das ist dann ganz gut, glaube ich. Wir überrumpeln mal den Schnapper. Der Schnapper ist aber schon dran. Das nutzt nicht mehr viel. Mhm. Toll. Das ist gut. Wen können wir denn mal holen hier mit den Finn. Weil Finn nämlich schön mit Feuer alle machen kann. Hahaha. Das finde ich super. So, und wir überrumpeln mal. Sehr gut. Aber die sind feuerresistent. Das ist natürlich gemein. Warum? Warum sind die denn jetzt feuerresistent, die Schweine? So, wo... Nee, ich sehe dich immer gar nicht. Nochmal bitte. Ja, das ist schön, aber... Ach, das bringt uns auch nicht viel. Dann hole ich mal Gen. Und die soll mal bitte eine schöne Retour-Ramme reinhauen. Und weh, du unterbrichst mich. Natürlich unterbricht das Vieh mich. Na ja, klar. Und der ist so schnell, der Schnapper. Können wir denn mal noch machen? Blitzschlag vielleicht? Ja, Blitz, das mögt ihr also nicht. Alles klar, ich habe eure Schwachstelle endlich. Ah. So. Können wir nicht Blitzschlag für alle machen? Nehme ich. Ah, super. Finn ist ausgewichen. Endlich mal einer. Das nervt nämlich echt total. Ja, toll. Immer wieder muss ich von vorne anfangen und werde die ganze Zeit fertig gemacht. Jetzt bin ich schon tot. Hallo? So, ich wechsle jetzt mal wieder jemanden. Wer kann denn nochmal was? Rubella? Wir heilen uns mal bitte einmal. Igniculus kann auch nicht mehr. Dankeschön, Gen. Wenigstens einer. Aber der nächste wird wieder draufgekloppt. Ja, war klar. Aber wenigstens ist sie wasserresistent. Das ist gut. So, spring ins Feld alle. Mach hinne, Gen. Wir verteidigen mal. Besser ist gerade.
Aber wir müssen unbedingt mal angreifen, sonst wird das hier nichts. Hast du das jetzt eigentlich gemacht für alle? Nee, ne? Sie kam nämlich gar nicht dazu. Du kannst mal schön von vorne anfangen. Ach, der ist weg. Das ist ja toll. Wenigstens einen haben wir mal platt gekriegt. Ja, ja, ja. Aber ich bin wasserresistent. Haha, haha. So, jetzt hole ich mir mal den Oengus, weil der kann nämlich schön einen Blitzangriff mal machen. Na also. Und du kannst den mal zurücksetzen. Donnerschlag. Jetzt sammeln wir mal Kraft. Ist vielleicht auch mal ganz toll, wenn wir das machen. Oh, den verlangsamen wir mal schön. Ja, jetzt sind wir mal die Schnellen. Und jetzt hole ich mir den Finn nochmal zurück. Der aber erstmal wiederbelebt werden muss. Toll. Ich brauche mal einen Trank. Wo haben wir es denn mit Wiederbeleben? Da. So. Schon in Ordnung. Jetzt haben wir beide wieder da. Alles wieder gut, alles wieder gut. Was für ein langer Kampf schon wieder hier. Blitzschlag bitte mal einmal. Und den Donnerschlag bitte dann nochmal. Oder, ja doch. Na, endlich. Das war jetzt aber auch schon wieder eine Tour, bis ich den Dreh raus hatte, was ich da am besten mache. Dabei sind die schon so gut. Oh Gott. Was klappert denn hier noch so? Wir haben doch gar nichts mehr. So, geschliffener Zitrin. Oh. Und den will ich eigentlich nicht reinrennen. Ah. Ach, der Aurora geht's nicht gut. Ne, die bräuchte mal was. Und wir können unsere Fertigkeiten erhöhen. So, da kann ich nicht mehr ein weiter, aber da oben ist einer, oder? Nee, da brauche ich zwei Kosten für. Deswegen gehe ich hier einen weiter und... Und dann haben wir unaufhaltsam mal für Tristis. Und Verteidigungsaufwertung. Und Gen kann auch einen weiter. So. Ja, das ist schön. Und damit dieses Herzklopfen mal aufhört, wäre nett, wenn wir dann hier mal was nehmen. Vielleicht mal so ein Feen-Nektar. Ne, MP hat sie. Dann reicht ja so ein... Genau. So, jetzt hat das Herzklopfen aufgehört. Wir sehen uns im nächsten Part bei Child of Light. Bis dann!